Na, das wird jetzt aber spannend, ob ich das hinbekomme mit dem Stealth-Modus. Ich bin ja nicht der allerbeste Stealther. Man kennt es aus anderen Spielen, wer mich eine Zeit lang verfolgt. So. Oh. Drücke R3, Anzeigen. Sieht sicher aus. Okay, Gefahr. Okay, alles klar. Hm, verstehe. Gegner mit Gefahrensymbolen sorgen dafür, dass du von Gegnern in der Nähe entdeckt wirst, wenn sie angegriffen werden. Du kannst Gegner ablenken, indem du nahe Oberflächen oder Objekte einspinnst, um Ablenkung zu erzeugen. Okay, ja. Und jetzt könnte ich den hier einfach schnappen, ne? Ja, okay. Gut. Bang-Song-Ba. Dieser Netzschlag-Takedown, der ist aber nicht, oder? Ist der? Ich probier's mal. Gute Nacht! Ich hoffe, das war auch Stealth. Ja. Jetzt reicht's, ich will kämpfen. Ja, kannst du doch. Mach mal. Hey, was ist das? Was ist das? Untersuchen. Eine Kamera. Die gehört definitiv. Keine Bewegung. Oh, Kollege. Kumpel. Ein Cent für jedes keine Bewegung und... Ist das etwa MJ? Hey, Pete. Na klar. MJ? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest bis eben. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja... Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war es auch noch kein Einbruch. Aha. Ich werde es dir erklären. Dann erklär mal. 15 Minuten zuvor. Ab in die Vergangenheit. Entschuldigung? Mhm. Hi. Mary Jane Watson, ich berichte über Fisks Besitz. Hallo? Craig sagte, wir machen das morgen. Ich bin derzeit gerne voraus. Tja, ich nicht. Sie müssen morgen wiederkommen. Rose gut. Roseman. Okay. Tut mir leid. Geiler Name. Hey, Craig. Nein, tut mir leid. Wir brauchen wohl doch etwas anderes für unser Cover. Ich weiß nicht, vielleicht das Expressionistische? Wissen Sie was? Ich glaube, heute passt es doch. Sicher? Natürlich. Sie sind hier. Sofort ist immer am besten. Danke. Craig, vergiss es. Alles gut. Fangen Fuchs. Wir an. Ist einfach ein Fuchs. Da hat er irgendwo angerufen. Sehen Sie sich um und machen Sie sich mit den Objekten vertraut. Ich was? Warte bei der Baku-Statue auf Sie. Alles klar. Wir können als MJ rumlaufen, was? Wow, geil. Ich nehme direkt das Katana. Let's go, nimm es dir. Wie cool ist das denn? Okay, das habe ich jetzt mal gar nicht erwartet. Ja, mal eine schöne Samurai-Rüstung aus der Ghost of Tsushima. So, was haben wir denn hier? Untersuchen. Tatami-Rüstung 15. Jahrhundert. So hat sich wohl gesehen. Als großen Mann, der tat, was andere nicht tun würden. Der Typ hat sich gewaltig überschätzt. Absolut. Angeblich getragen von einem mächtigen Samurai, der glaubte, dass der Zweck die Mittel heiligt. Mhm, interessant. Idu Period. Schön. Aber man kann sich hier nichts anderes angucken, glaube ich. Ich schaue mal ein bisschen rum, aber nein. Interessant, dass man jetzt als MJ rumlaufen kann. Also ich bin begeistert. I am very, very begeistert gerade in diesem Moment. So, da hinten gab es noch was. Die Masken. Sind das die Masken, die die Räuber hier tragen? Nee, ich glaube, das sind andere, ne? Nee. Das sind nicht dieselben. Ich verstehe ja, warum Peter das macht, aber das Helden-hinter-Masken-Ding hat mir noch nie gefallen. Als Held sollte man doch eigentlich hinter seinen Taten stehen und sagen können, ja, das war ich. So eine Art Held wäre ich zumindest gerne. Ja, er hat seine Gründe. Er möchte natürlich seine Lieben schützen, ne? Die, die er
liebt und kennt, das kann man ja verstehen. Theatermasken, 18. Jahrhundert. Eine Gruppe von No-Masken aus der Edo-Zeit. Am bemerkenswertesten ist Buaku, der Dämon mit den sorgenvollen Augen. Mit den sorgenvollen Augen? Der hier unten? Sorgenvoll? Oder der in der Mitte? Wahrscheinlich der in der Mitte, oder? So, ansonsten kann man sich hier nichts wieder angucken. Gut, gut, gut. Kann man auch kämpfen mit ihr? Im Spider-Man-Modus? Ich glaube nicht. Okay. So, da kann man noch was gucken. Wir gucken uns alles mal an. Wie wäre es mit diesem Katana hier? Katana, 14. Jahrhundert. Fisk hat Peter damit bei ihrem ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Pete konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. Zu vielen. Schwester MJ, Gott. Eine Katana-Klingel, die Masamune zugeschrieben wird. Heft im frühen 19. Jahrhundert neu gewickelt. Cool, Masamune. Das erinnert mich an irgendein Schwert aus irgendeinem anderen Spiel. War das Final Fantasy? Masamune? Gab es das bei Final Fantasy X? Ich glaube schon. Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann sein, dass ich mich vertue. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir gerne schreiben. In die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Was sind das? Zigarren? Zigarren. Handgerollte nämlich. Simkaria. War das nicht in den Nachrichten? Luxusprodukt aus Simkaria, exklusiv für das Königshaus handgefertigt. Klasse. Will gar nicht wissen, was das kostet. Okay, hier haben wir noch eine Samurai-Rüstung. Noch eine Tatami. Manchmal habe ich das Gefühl, als drehe sich die gesamte Weltgeschichte nur um ein paar Jungs, die sich verkleiden, um sich gegenseitig zu verprügeln. Genau so ist es, MJ. Du hast es erfasst. Tatami-Rüstung, 15. Jahrhundert. Angeblich getragen von einem jungen Ronin, der einen tyrannischen, unrechtmäßigen Herrscher herausforderte. Sehr beeindruckend. Ich mag diese Rüstung. Und ich liebe Ghost of Tsushima. Dieses Spiel ist einfach... Ich hoffe, es kommt ein zweiter Teil. Ich hoffe sehr. Wirklich, es wäre ein Dream, ein Traum, Freunde. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn hier? Tapete, 17. Jahrhundert. Dieses Bild kann ich nicht ertragen. Zu viel Spannung zwischen den beiden Figuren. Ja. Zeigt zwei Neo-Wächter. Mishaku Kongo und Narain Kongo. Was sind das, Brüder? Sind das Brüder? Ich will mehr Informationen dazu. Mann. Aber sehr schön. Sehr schöne Tapete. Würde ich mir auch ins Wohnzimmer hängen. Und das hier ins Bad. So, die Dame wartet schon sehnsüchtig auf uns. Ja, ja. Klingt gut. Ja, ja, ja. Ich gucke mir noch gerade die Glocke hier an. Die ist aus Sekiro. Um das Spiel ein bisschen noch schwerer zu machen. Bei Sekiro gibt es diese Glocke. Die kann man... Ich weiß nicht mehr genau, wo sie ist. Irgendwo auf einem Berg. Das Spiel ist schon kackenschwer, aber wenn man dann diese riesige Glocke läutet auf dem Berg von Sekiro, dann wird das Spiel nochmal härter. Ich hab's mich nicht getraut. Gehstock, 20. Jahrhundert. Gehstock habe ich immer gehasst. Echt übel. Ah, das ist der Gehstock von Fisk, natürlich. Ein sehr seltener, emaillierter, mit Perlen und Juwelen besetzter Gehstock mit versteckten Funktionen. Weißt du, überall asiatisch, alles angehaucht asiatisch und dann plötzlich so Gehstock. Okay. Okay, Fisk. Wir haben verstanden. Rosamunds. So, hier ist sonst nichts mehr. Ja, hier. Was hat das hier zu suchen? Cello, 18. Jahrhundert. Wie hat Fisk das genannt? Vanessa? Mailand und Bologna, kurz vor dessen Tod im Besitz von Benito Mussolini. Okay, verstehe. Aber auch das hat mit diesem asiatischen Hauch hier überhaupt gar nichts zu tun. Was ist das? Gleich steht hier eine Kaffeemaschine. Kaffeemaschine, 21. Jahrhundert. Kyoto. So wunderschön. Ein Teil von mir würde am liebsten alles hinwerfen und um die Welt reisen. Aber mein Leben und meine Arbeit sind hier. Kyoto.
Öllandschaft auf Seide, 19. Jahrhundert, zeigt Reisende außerhalb Kyotos. Ich war noch nie in Japan. Ich kann da überhaupt nicht mitreden, aber irgendwann. Irgendwann werde ich da auch mal hin. So, ich glaube, wir haben alle... Ne, haben wir nicht. Holzschnitt. Hat Straftaten ans Licht gebracht. Eine Enthüllungsjournalistin der alten Schule. Sie gefällt mir. Okay, 19. Jahrhundert. Bild eines jungen Mädchens, das Straftaten einer korrupten Dynastie ans Licht brachte und ihren Zusammenbruch auslöste. Respekt, Lady, Respekt. Nicht schlecht. Okay. Kann ich hier noch weitergehen? Bevor ich mit ihr rede, weil das ist ja das Ziel, mit ihr reden. Aber vielleicht kann ich mir hier noch was ansehen. Vielleicht ist das möglich. Vielleicht auch nicht. Okay, wir gehen... Oh, doch, doch. Oh. Okay. Ja, hier gibt es noch einiges. Den Fächer haben wir schon ein paar Mal gesehen hier. Der hängt ja in jeder zweiten Vitrine, habe ich das Gefühl. Was ist das? Vase, 19. Jahrhundert. Das würde May gefallen. Ich vermisse May wirklich. Balusterförmige Vase im Imari-Stil aus der Meiji-Zeit. Schön. Ja, da kann man seine Blumen ausstellen. Warum auch nicht? So, was ist das hier? Und wie viel bietet man für diese Sammlung von Abscheulichkeiten? Das Startgebot liegt bei 10.000 zerstörten Träumen. 10.000 zum ersten. Okay, ich merke schon, ich glaube, wir müssen hier noch rumlaufen mit Spidey, mit Peter Parker. Wenn ich mir die Decke so ansehe, kann ich mir das sehr gut vorstellen. So, was ist jetzt mit der Glocke? Boncho-Glocke. Die Stimme aus der Unterwelt, ha? Die würde ich echt gern mal läuten. Ja, lieber nicht. 17. Jahrhundert, der Legende nach, konnte ihr Läuten aus der Unterwelt gehört werden. Vielleicht war das ja auch so bei Sekiro. Man hat die Glocke geläutet und es kam abscheulichere Wesen aus der Hölle. Kann natürlich sein, kann ich mir sehr gut vorstellen. Die dann noch um einiges stärker sind. Okay, ich glaube, wir haben alles, wenn man hier nichts noch gucken kann. Icon, The Wilson Fisk Collection. Alter. Okay. Gut, so Lady, dann erzähl mal. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ich hoffe es sehr. Egal. Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh. Oh, wunderschön. Mhm. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Ich merke schon, ja. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Mhm. Gehen wir doch weiter. Ja, gerne. Was ist unser Ziel? Also, unser eigentliches Ziel, das ist das wahre Ziel. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Tarashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Nio sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Mhm. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Stillen. War bei den Verkäufen, die sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Aha. Selbstverständlich nicht, meine Liebe. Hm? Hier die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Oh, sie merkt langsam was. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über sie berichte, meinte er, ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Dahin. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt, warten Sie hier bitte. Ich mache noch kurz ein Foto von dir. Wohl nicht. Ich warte ganz sicher nicht. Oh, Moment. Was? Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Die dürfte eigentlich nicht hier sein. Hallo? Okay. Craig? Cool. Craig, ich rufe Sie zurück. Oh, oh, sie hat gemerkt, dass wir ein Foto gemacht haben, ne?
Ich denke, Sie sollten gehen. Warum? Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Natürlich. Danke. Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Damentoilette ist um die Ecke. Beeilen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Um die Ecke. Ja, ich gehe da mal kurz hin. Kann ich mir das hier noch angucken? Kann ich mir noch ein Getränk nehmen? Gibt es hier irgendwo ein Buffet? Schade, okay. Sie hat den Braten gerochen, natürlich. Ich meine, wir haben ein Foto gemacht von der Statue, die illegal dort steht. Hallo, Craig. Komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Absolut. Was meinen Sie damit? Er musste umplanen. Wenn sie nicht Ihre Reporterin ist, wer ist sie dann? Wenn Leute misstrauisch werden, erscheint das Fragezeichen. Und sie fangen an zu untersuchen. Sobald du das Ausrufezeichen siehst, wurdest du entdeckt. Okay. Leise. Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Ja. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Mach das. Geh zur Toilette. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Mist, sie ist sauer. Oh. Aber hallo. Ja, das ist eine Drohung. die sieht uns doch, wenn wir da hingehen. Oder? Kann ich nicht hier irgendwas natürlich werfen? Craig. Okay. Okay, jetzt nur noch Geschwafel. Okay. Okay. Ja, sie hat uns nicht ganz gesehen. Ich glaube Ihnen nicht. Mhm. Aha. Oh mein Gott, willst du mich verarschen, natürlich, Olle? Natürlich, Craig. Sag mal. Okay. Die dreht sich immer in unsere Richtung. So, jetzt aber nicht mehr. Ich glaube Ihnen nicht. Du wiederholst dich, Lady. Aha. Komm her. Rein mit dir. Natürlich, Craig. Natürlich, Craig. Pete hat mir davon erzählt. Fisk hat darin Beweise versteckt. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Aber wie? Ja, wie? Dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Er sieht anders aus? Was? Ich sehe ihn von hier nicht. Er sieht anders aus. Der Kopf guckt nach rechts. Flache Hand nach vorne. Ich guck mal. Okay, der Kopf guckt irgendwie anders und der Arm ist auch anders. Okay. Kann ich das nicht irgendwie verschieben? Nein? Zu Fisk ist sie sicher netter. Und der rechte Arm ist auch nach unten. Der rechte Arm ist nach unten, der linke ist nach oben mit flacher Hand. Das Gesicht ist auch ganz anders. Hä, warum? Okay. Oh, hallo? Untersuchen. Er hält etwas in der Hand. Ja, ich sehe es. Nämlich ein Stab, der hier auch in diesem Zimmer ist. Welch Zufall, mit zwei Spitzen. Okay. Was bist du? Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Diese latent machtvolle Pose vermittelt den Wechsel und das Chaos, das aus kleinen Ereignissen entstehen kann. Eine bewegliche Neo-Wächter-Statue, 15. Jahrhundert japanisch. 45.000 bis 60.000 Dollares. Alter Norweger. Gab's hier noch irgendwas? Moment, ich guck mal, vielleicht in den Schubladen. Nö. Nope. Nein, hier kann man nichts mehr gucken. Okay, wir nehmen dieses Ding hier, oder was? Wohl nicht. Ah, jetzt können wir zur Statue. Okay. Vielleicht lässt sich das bewegen. Ja, das ist ja der Sinn. Oh mein Gott, was?
Das sieht gut aus. Der Mund war auf jeden Fall geschlossen. Und er guckt in die Richtung. Der Arm nach oben, das Ding. Sehr schön. Fast. Aber ein Teil fehlt. Mhm. Na, dann suchen wir nochmal das Teil. Ist es vielleicht das hier? Habe ich schon mal gesehen. Ja, das müsste ja mit den Spitzen, ne? War das doch. Das war doch das mit den Spitzen. Untersuchen. Drehen. Ja, man kann es in alle Richtungen drehen, aber wir nehmen das mal, das Ding. Ist es das Richtige? In einer seiner Hände ist etwas. Aber was? Das sieht irgendwie länger aus, dieser Stab, den er jetzt hier auf dem Bild hat, ehrlich gesagt. Kann man die irgendwie miteinander verbinden? Oh, man kann nur eins nehmen. Okay, dann muss es das hier sein. Okay. Hoffe ich mal. So. Ja. Ja? Norman Osborn. Nice. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels? Was zum... Oh. Ha. Okay. Da kommen sie, die Kollegen. Mit echt krassen Masken. Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Und tschüss. Nicht gut. Wo ist die Statue? Da drin. Keine Ahnung. Ist chinesisch, glaube ich, oder? Kann das sein? Hat sich chinesisch angehört. Und jetzt sind wir hier. Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Mhm. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da. Ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Das ist ein Plan. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Da liegt doch was in der Luft, Freunde. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Ein neues Parfüm? Ach so, ja, klar. Mhm. An die Decke schwingen. Was nun? Ach, wir müssen hier rüber. Okay, natürlich. Ja. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Genau das tun wir jetzt. Ist er jetzt safe oder nicht so? Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Ah, okay. So, wir gehen einen nach dem anderen. Auch er ist sicher. Sehr schön. Komm her. Das war's. Okay, Finks Leute sind verzweifelt, sagen die. Das sind schon mal nicht Finks Leute, die hier rumhängen. Oha, wir haben ja noch einige. Ist hier noch jemand im Raum? Nee, ne? Ich glaube nicht. Können wir hier irgendwie... Muss leise sein. Mit der Ruhe, Pete. Bitte, tun Sie mir nichts. Was zum Henker? ich glaube, die Geisel ist tot, ne? Ich sag Ihnen, das war die Rekordhüterin. Sie muss sie genommen haben. Bitte, Sie müssen mir glauben. Bitte. Bitte. Tun Sie mir nichts. Bitte. Super.
Ja, das war klar. Ich hätte vielleicht dahin laufen sollen. Ja, ich weiß, die sind alarmiert, haben die Geisel getötet. Aber wie soll man denn sonst hier dran vorbei? Okay, die sind wieder hier. Das machen wir jetzt ein bisschen schneller. Komm her. Tschüss! Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Kann ich eigentlich hier hoch? Nee, ne? Kann ich hier hoch? Ich könnte doch vielleicht die einfach hier reinlocken, geht das? Oh, yes. Komm her. Nice. Das war's. Dann kommt er raus. Ja, ja. Schalte die Gegner lautlos aus. Ja, das ist der Sinn dieser Mission natürlich. Okay, alles klar. So, das heißt, wir können jetzt hier runter. Und jetzt kann ich hier hoch, oder? Ja, ja. Komm her. Dass sie auch gar nicht nach oben gucken, weißt du, um die hängenden Leute hier sehen. Das ist mir auch ein Rätsel, ehrlich gesagt. Kommen wir da an ihn nicht dran? Aber jetzt, oder? Sicher, okay, komm her. Nice. Läuft, es läuft doch, Freunde. Bin sehr zufrieden. So, ich glaube, das waren alle in diesem Raum. Das waren alle. Ja. Nice. Nein, lassen Sie mich gehen! MJ. Oh, wow. Alter, was zum Henker? Stopp! Jetzt reicht's aber. Der haut mit der Akte ab. Ja, zeigt mal, was ihr könnt. Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Was ist das denn? Was hatten die denn drauf? Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Ja, ich wollte gerade sagen. Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft. Okay, ich habe gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Nein, das... Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Nein. Komm runter. Ah, das scheint irgendwas mit Energie zu sein. Nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen einen Geist kämpfen bleibt also auf meiner Wunschliste. Nice. Tschüss. Was ist das für Waffen? Wow. Kann ich dir das Ding abnehmen? Kann ich. Cool. Das war's mit dir. Okay, komm her. Kommt er. Das habe ich ja fast vergessen. Ciao. Das war ein hartes Training. Das macht schon echt Spaß, muss ich sagen. Das macht mega Spaß. So. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Okay. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Alles klar, Rose Roseman.
Hey, alles okay? Ja, aber Sie sind mit der Akte entkommen. Tut mir leid, ich mach's wieder gut. Nix? Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Abendessen beim Mix. Gern, bis gleich. Na klar. Die kann nicht Nein sagen. Sie kann es einfach nicht. Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Ja. Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry. Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Ja, naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Friendzoned. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Oh, es geht wieder los. Nochmal Glück gehabt. Reden wir später? Geh schon. Ja. Die verliebte MJ. Und sie darf zahlen. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine Lieblinge. Stanley! Wie geil ist das denn? Das ist die Legende. Legende. Geil. Das war echt cool. Kunstwerke nicht anfassen, abgeschlossen. Wunderschön. So, was hey, jag ich hier hinterher? Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser alter Freund Herman Schulz wieder da. Schocker. Oh. Ist der nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Herman ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Bettho voll wieder in Rikers. Vor dem Bettho voll? Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöble ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Ist das hier oben? Nee, ne? Also ich sehe hier rote Punkte auf dem... Oh, Moment. Was ist das denn hier? Captain, ich beobachte eine Baustelle von Fisk und die ganze Ausrüstung hat eine Staubschicht. Ist sie dann nur zur Show? Das ist mein Tipp. Ich sehe mir das genauer an. Wenn die glauben, der Boss hält im Knast die Füße still, dann kennen sie den Boss nicht. Okay, der da hinten ist alleine. Vielleicht schnappen wir uns den erstmal. Dachte er und der Bürgermeister sind Kumpel. Wir haben zusammen gearbeitet, aber der Boss hat ihm nie getraut. War wohl auch richtig so. Was ich gehört habe, kriegen wir den? Müsste eigentlich, ne? Ja, das sieht gut aus. Das hier ist doch dann eine von diesen Fisk-Hauptquartieren, oder? Oder wie die Dinger heißen? Fisk-Nistern. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Ja, der aber nicht. Den können wir uns so schnappen. Nice, komm her. Ich versuche so viele wie möglich zu erwischen, ohne im offenen Kampf. Weil es einfach Sinn macht. Der kommt jetzt zurück. Tschüss. So, es sind nur noch 4 Gegner. Ne, Quatsch. 1, 2, 3. 4, 5. Und da hinten ist nur einer alleine. Nice. Komm her. Hallo, Echo 3. Sehr schön. Okay. Echo 3, keine Antwort. Jemand muss nachsehen.
Ich sehe nach ihm. Hätte ein Sudoku mitbringen sollen. Oh, der sieht jetzt nach dem. Oh, wie cool. Ja, dann komm mal her. Dann sehe ich nach dir. Ciao. Bang. Dieses Geräusch, dieses Klong einfach. Gefahr, aber jetzt nicht mehr. Hättest im Bett bleiben sollen. Was? Welle 2? Ein paar Arschlöcher gefällig. Wieso haben die mich gesehen? Was sollen wir dagegen tun? Schalten wir den Gang hoch. Und das war's. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Beenden wir das. Na komm. Kommt her. Du hast einen großen Fehler gemacht. Holt ihn runter, sonst haben wir keine Chance. Mach ihn endlich fertig. Holt ihn auf den Boden. Hältst du auch mal die Klappe? Fokusleiste ist voll. Merci. Oh mein Gott. Noch mehr Typen? Sorry, aber die Gratis-Donuts sind leider aus. Das wird ein mieser Tag für dich. Halt ihn doch endlich ab! Ich bring dir Respekt bei! Boah, jetzt bräuchten wir diese Netzblüte. Und ich auch! Hier, ein Geschenk für dich! Schaut aus! Verdammt! Boah, das hat uns voll erwischt. Ich komm nicht an ihn ran, auf ihn! Komm her! Davy. Tschüss. Er hat Davy. Wer soll uns jetzt auf- Nein! Oh, darauf habe ich nicht geachtet. Shit. Ach, komm schon. Aber kann man das nicht komplett im Stealth-Modus machen? Ist das nicht möglich? Dachte er und der Bürgermeister sind Kumpel. Wir haben zusammen gearbeitet. Ist das nicht möglich? War wohl auch richtig so. Was ich gehört habe, wird sich Osborn bald wünschen, er hätte sich an seine Freunde erinnert. Ich dachte, das wäre hier komplett. Aber das ist ja mit den Wellen hier, ne? Es kann natürlich sein, dass es wegen diesen Wellen nicht funktioniert. Ich habe auch einen Ego. Aber ich werde dafür bezahlt, dass ich auf mich schießen lasse. Oh. Oh mein Gott. Das wollte ich gar nicht. So, sicher, alles klar. Aber der war vorhin auch sicher, als ich ihn hochgezogen habe. Wahrscheinlich habe ich da Pech gehabt oder so, dass der genau in dem Moment sich umgedreht hat. Kann ich mir vorstellen. Komm her. Man wirft 10 Objekte. Das ist auch eine der Bonusaufgaben, aber wenn wir das im Stealth machen können, würde ich das gerne tun. Hier sind noch 2 aufeinander, die aufeinander kleben. Womit könnte ich euch ablenken? Nano, hiermit? Bist du das? Ja, ja, das ist er. Ich brauche einen Podcast. Knapp in dir, Tiger. Ich hab ein Spinne. Gefühl. Wir holen besser ein paar Jungs hoch. Ja, hol mal. Welle 2. Der Boss will Spider-Mans Kopf. Shit. Okay, das bringt nichts. Es bringt nichts, die zweite Welle ist immer mit Kampf verbunden. Schade eigentlich. Das ist wirklich schade. Achtung! Willkommen zur Flugshow! Vernichtet ihn! So. Das war er. Das wird wehtun. Ja, dann pass mal auf. Guck mal hier. Das tut nämlich weh. Mach dich kalt! In der Luft krieg ich ihn nicht! Gefällig. Ja, in der Luft kriegen die mich nicht. Weil viele halt. Oh, Welle 3 schon. Sorry, aber die Gratis-Donuts sind leider aus. Komm wieder runter, Mist! Holt ihn auf den Boden! Auf den Boden der Tatsachen, bitte. Ja! Zurück an Absender. Da hast du recht mit. In der Luft krieg
kriege ich ihn nicht. Versucht ihm den Hintern. Boah, ist gefährlich. Sehr gefährlich hier. Oh mein Gott. Schnapp dir die. Nice. Jungs, ganz locker. Der Winterschlussverkauf hat noch nicht begonnen. So, dann schnappen wir uns den mal. Nice. Vielleicht können wir ja jetzt... Oh ja, geht, ne? Netzteile? Nee, ganz knapp. Spider-Man, die Baustelle hat Beton anliefern lassen, mit dem man 2 Wolkenkratzer bauen könnte. Warte, nicht sagen. Sie verstecken Drogen im Beton. Das glaube ich auch. Wir brauchen einen begründeten Verdacht, um das bestätigen zu können. Den bekommst du. Boah, Alter, wie viele das hier auch sind. Dieser Tag für dich. Er macht dich kalt, wenn du runterkommst. Geladen und entsichert. Okay, warum benutze ich eigentlich dieses Ding nicht hier? Wo ist es? Und noch mehr. Bam, 5. Nicht drängeln, ich kümmere mich um jeden persönlich. Okay. Hoffentlich bist du versichert. Vielleicht wirft er damit. Er wird schwächer. Komm her. Ich kann mich nicht aufladen, das ist nicht gut. Ist nicht gut. Jetzt schon. So ein bisschen. Oh mein Gott, hau ab. Einfach nur weg damit. Ja. Du willst mehr? Na, ist okay. Das reicht. 5 Wellen ist, glaube ich, genug. Hol den auf den Boden! Auf den Boden der Tatsachen, bitte. Verstärkung. Okay, ich wollte böse Jungs einspinnen und Sprüche klopfen, aber mir fällt echt nichts mehr ein. Alter. Okay, wir brauchen nicht mehr so viele Objekte schmeißen, sehe ich gerade noch ein, ne? Ja, das ist der 10. Nice. Du Elender. Er ist im Bett bleiben. Damit hast du mir. Er kann nicht ewig da oben bleiben. Ah, verdammt. Oh, ich kann wieder hier. Und gute Nacht. Nice. Wie viele sind es noch? Einer, ne? Nur noch du? Du bist erledigt. Ciao. Der hätte schon alles brechen müssen, Mann. Basisabräumer, Freunde. Basisabräumer. Die war hart. Die Basis war wirklich hart. Captain, Fisks Männer und der ganze begründete Verdacht warten eingesponnen auf dich. Gute Arbeit. Fisk glaubt, er kann von drinnen alles steuern. Aber er wird noch lernen, warum Fernbeziehungen nicht funktionieren. Tja, der gute Fisk, der hat eben die Rechnung ohne uns gemacht. Erneut versuchen? Nein, danke. Wir haben es perfekt hinbekommen. Einigermaßen. Einigermaßen perfekt. Puh. Wo sollten wir jetzt hin? Sollen wir mal hier hin? Ich schnapp mir die 3 Türme und dann gehen wir zu der Nebenmission. Ich glaube, das ist ein guter Plan. So, komm mal her jetzt hier. Wir müssen da hoch. Ja, das war super. Ja, das ist sehr filigran hier alles. Und einmal hier hoch. Wenn das denn möglich ist. Ganz hoch, bitte. Dann schnappen wir uns den hier. Ja, müssen ein bisschen größer sein. Nein, ja, noch ein bisschen größer. Ja. Okay. Sehr schön. Anzugkraft bereit. Das höre ich gern. Wo ist... Ah, da hinten ist der Rucksack und ein Wahrzeichen. Schnappen wir uns beides. Zivilisten nach Zusammenstoß in ihren Fahrzeugen gefangen. Officer, bitte nach linken. Ich will einfach nur hier hoch, eigentlich. Aber oh, vielleicht kann ich von hier ein schönes Foto machen. Geht das? Das geht.
Lincoln Center. Peter, ich wollte nur sicher gehen, dass keine Ausrüstung von Ihrem Freund mehr im Labor herumliegt. Mhm. Mir ist das egal, aber wenn die Fachkommission noch einmal kommt... Keine Sorge, Doc. Ich achte darauf, nichts liegen zu lassen. Aber ich weiß, dass mein Freund Ihre Hilfe zu schätzen weiß. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Diese Hand... Huch, ich wollte dich nicht unterbrechen. Komm raus. Ich wollte ihn überhaupt nicht unterbrechen. Oh, mein Gott. So. 3 von 3 Bürgern gerettet? Wo ist der dritte? Wo ist der dritte? Ist er hier drin? Hier. Ich hab sie. Ganz ruhig. Komm raus. Yes. Die Opfer sind außer Gefahr. Die Sanitäter sollen jetzt ihren Job machen. Nice. Ich kann dir nicht genug danken. Ja, ich hätte gerne $50. So. Da oben müssen wir hin. Oh, von hier kommen wir dran. Weißt du was? MJs Artikel. MJ hat diesen Artikel in der Schülerzeitung über Studentenproteste geschrieben. Mhm. Sie war schon damals eine tolle Journalistin. Und das ist sie immer noch, ja? Students Protest Cuts in Arts Programs. Nice. Haben wir irgendwas dahinter? Fantastic Savings Steam Cleaners. Interessant.